Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ist schon ein paar Tage her seit dem letzten Video, das war ja so ein Zusammenbauvideo. Ja, heute habe ich mir überlegt, es gibt heute zu essen bei uns etwas, was wir relativ oft essen, also was oder was wir relativ gerne essen, seit wir unsere Ernährung umgestellt haben, und zwar fettarmes Pesto mit Nudeln. Ich habe selber ewig gesucht, bis ich dieses Rezept gefunden habe, und ja, da habe ich gedacht, machen wir doch einfach mal ein Video draus. Das heißt, ich zeige euch so ein bisschen und erkläre so ein bisschen nebenbei, wie man das macht. Und hoffe, euch gefällt das. Und ja, ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zugucken, wie ich koche. Viel Spaß! Für zwei Personen benötigen wir 10 Gramm Zwiebeln. Als nächstes 15 Gramm Basilikum. Das habe ich hier schon gewaschen. Als nächstes brauchen wir 15 Gramm Petersilie, ob kraus oder glatt ist hier auch vollkommen egal. 60 Gramm fettarmen Feta-Käse, da ist auch die Marke völlig egal, wir nehmen meistens Salakis Light. Dann 10 Gramm Parmesan-Käse, 15 Gramm Pinienkerne und wir brauchen für zwei Personen nehmen wir immer 100 Gramm Nudeln. Was ihr dafür Nudeln nehmt, ist egal. Wir nehmen immer sehr kleine Nudeln, weil das dann mehr aussieht. So, als erstes nehmen wir hier einen Zerkleinerer. Wir haben jetzt hier so einen von Tupper. Das ist reiner Zufall. Das wird das einzige Tupper-Produkt in diesem Video sein. Da kommen dann die Zwiebeln rein. Wir nehmen jetzt halt keine frische Zwiebel oder Knoblauch. Kann man auch nehmen, aber meine Frau mag es lieber mit Zwiebel drin. Nehmen wir mal gefrorene, aber man kann natürlich auch frische nehmen, ist völlig egal. So, dann kommt erstmal die Hälfte vom Basilikum damit rein. Ungefähr die Hälfte, also laut Rezept soll es genau die Hälfte sein, aber ungefähr die Hälfte reicht. Genauso wie bei der Petersilie auch da ungefähr die Hälfte mit in den Zerkleinerer. Genauso kommt mit dazu noch ein paar andere Zutaten. Genauso kommt mit rein der Feta-Käse. Einfach alles, ja, schön mit rein, ja genau, mit den Fingern nachhelfen. Mm. Oh, da habe ich was genascht. Das hat keiner gesehen. Die nächste Zutat, die wir mit reinpacken, sind die Pinienkerne. Alle auf einmal schön mit da rein. Dann Deckel drauf und ja, dann wird das Ganze erstmal zerkleinert. Alles schön, schön genau, so dass die Kamera schön wackelt. Schön zerkleinern das Ganze, damit das richtig, richtig gut fein ist. Gerade die Petersilie und den Basilikum, das ist der schön klein. Ja, Zwiebeln, ein paar hängen noch am Rand. Das werde ich jetzt aber sicherlich gleich beheben. Ah, ich sehe schon, genau außerhalb des Bildes kratze ich da so ein bisschen dran rum. Ah, ich zeige es jetzt einmal in die Kamera. Genau, ja, auch das Gerät von Tupper, reiner Zufall. Genau, und dann als nächstes, wenn wir das gemacht haben, kommen dann die restlichen Basilikumblätter mit rein, genauso wie das restliche Basilikum, Petersilie. Und der Parmesan kommt natürlich noch mit rein. Wieder schön zumachen. Und dann wieder zerkleinern das Ganze, so gut es geht, so klein es geht, damit man nicht mehr so große Stücke hat. Also gerade von der Petersilie und dem Basilikum mag ich es nicht so gern, wenn da große Stücke drin sind. Bei den Pinienkernen stört es eigentlich nicht. Genau, wieder schön drin rumfuchteln und alles ein bisschen runter nochmal. Ja, alles abklopfen, abstreifen, so sieht das gut aus. So macht er das richtig, der Junge da. Und dann nochmal den Rest zerkleinern, dass es nochmal ein bisschen feiner wird. Wenn das erledigt ist, nehmt ihr einfach eine zweite Schüssel am besten. Oder ihr packt das alles in eine, aber ich nehme meistens eine zweite Schüssel und fülle das Ganze dann einmal um, damit auch ja der letzte Rest aus dem Mischbehälter entfernt ist und man das dann richtig schön umrühren kann. So, wenn alles raus ist, einfach noch mal ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprikapulver rüber. Das habe ich da schon gemischt. Und das Ganze einmal ein bisschen würzen. Genau, schön vermischen das Ganze, damit es dann auch vom Geschmack noch mal so ein bisschen Würze hält. Und schon ist das Pesto im Großen und Ganzen fertig. Fehlen dann eigentlich nur noch die Nudeln. Da sind dann auch schon die Nudeln. Ja, schön gekocht.
Und dann müssen wir das natürlich noch zusammenführen. Einfach hier schön mit rein. Genau, da beschlägt die Kamera. Das sieht super aus. Und dann einmal das Ganze schön umrühren und schön vermengen. Damit auch der Käse sich noch ein bisschen mit den heißen Nudeln vermischt und ja, das Ganze dann einfach gut aussieht. Und da wäre dann schon das Endprodukt. So sieht es dann letztendlich auf dem Teller aus. Und es ist echt super lecker und super einfach. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt so ein bisschen was gesehen, was wir so essen können nach unserer Ernährungsumstellung. War auf jeden Fall super lecker. Ja, wenn ihr mehr so Rezeptsachen sehen wollt, dann lasst einfach mal einen Daumen oder ein Abo da oder einen Kommentar. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mal in meinem Podcast den Fleischentzug reinhört. Und was ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen mag, meine Frau, die gute Katrin, hat jetzt auch angefangen, Vlogs zu machen. Sie ist der Grund, warum ich angefangen habe, wieder Videos zu machen, weil sie da so Bock drauf hat. Und deswegen habe ich jetzt auch damit angefangen. Und wenn ihr das hier seht, ist das erste Video von ihr schon draus. Ich mache einfach mal in die Infobox oben, verlinke ich ihren Kanal bzw. das erste Video. Und ja, schaut einfach mal bei ihr vorbei. Ich würde mich freuen, lasst ein Abo bei ihr da. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.